Ja, meine Freunde, heute wieder herzlich willkommen bei uns auf dem Radioactive Server. Neues Video, Bighorn Sheep. Ja, wir fangen direkt an. Es ist unser Flint Farmer, ist eins der Mod-Tiere. Und für das Video ist es wieder ein 30er-Tier und fester Bestandteil ist wieder der Sperm Whale Killer. In den kompletten A- und in den kompletten F-Grids könnt ihr das Tier finden. Es handelt sich dabei um ein Tier-3-Tier. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt zur Skillung über. Was solltet ihr skillen? Wie bei allem Tieren, die ihr tamen wollt, empfehle ich das Schleichen Stufe 3, das verbesserte Zähmen auf der höchsten Stufe und es handelt sich hier, wie gesagt, um ein Tier 3 Tier, also auch den Beastmaster Stufe 3. Ihr benötigt Kibbeln, um es zu tamen. Wichtig ist, stackt das Kibbeln nicht, sonst verschwendet ihr es einfach, also splittet es so auf wie ich. Ihr benötigt für einen 30er zum Beispiel auch einfach 5 Kibbel. Blende euch jetzt hier nochmal kurz ein, ja, woraus hergestellt wird, 10 Beeren, 5 Moosmilk und Weizen oder Mais. Und ja, ihr bekommt pro Kibbel 20%, es lässt sich mit nichts anderem füttern, ist also unabdingbar, dass ihr Kibbel dabei habt. Wie funktioniert das Ganze? Ihr werdet es gleich sehen, das fängt jetzt an zu schmatzen und dann werft ihr einfach per Menü und O rausdroppen ein Kibbel vor das Tier. Das Tier isst dann den Kibbel und bekommt halt 10 Vorschritt. Sprich, es ist ein reiner Passiv-Tame. Ihr benötigt auch keinerlei andere Ausrüstung. Auch wenn man jetzt zum Beispiel denkt, dadurch, dass es unser Flintfarmer ist, hätte er noch andere Eigenschaften. Hat er nicht, also er kann springen, reduziert aber das Gewicht nicht von Flint. Wenn ihr es breedet und ihr habt 100% Imprint, wie bei den anderen Tieren, 30% mehr Schaden und hält auch 30% mehr aus. Ja, dazu gibt es noch zu sagen, kommt ihr dem Tier zu nah, dann wird es aggressiv, also ähnlich wie das Hippo. Passt da also ein bisschen auf, wie ihr an das Tier rangeht. Ich wünsche euch alles Gute. Das war's heute für das Video und über das Bighorn Sheep. Bleibt gesund und ich wünsche euch viel Spaß und Glück beim Finden und Suchen und natürlich auch beim Tamen von den Bighorn Sheeps. Bis dann. Ciao, ciao.